genau das, was ich meinte. Stellt euch vor, da kommen noch ein paar raus, die umdecken den gesamten Kreis. Und dann kann fast nirgends mehr Spike produziert werden, weil die fressen alles in sich auf, halten ewig aus und die Kleinen gehen einfach vorbei da hinten durch. So war's. Und es ist halt echt dreckig dann, ne? Ich habe jetzt absichtlich nichts aktiviert, weil ich will mal schauen, wie weit ich hier komme, wenn ich nichts mache, aber es geht ja ganz gut. So, Wave 49 haben wir. Läuft. Schwarze sind halt ein bisschen lästig, aber sonst geht's eigentlich. So, und seht mal, wenn ich jetzt nichts aktiviert hätte zum Beispiel, dann wäre das ganz, ganz böse gehen. Gleich noch dreimal. Genug Munition hier. Läuft. Butterweich und extra süß-saure Soße wird angeboten. Für die Kackblut. So. Welcome to Wave 50. So, und jetzt sehen wir das, was ich gemeint habe. Und jetzt stellt euch vor, der ganze Scheiß hier, die Roten sind Grüne. Echt eklig. Aber so geht's natürlich. So ist es überhaupt. Kein Problem. Da muss ich mich auch nicht einmischen. Das geht so ganz gut hier. So, die kommen zwar nach hinten, ich weiß, aber hier werden sie gestoppt. So, wir sind in der Wave 51. Wenn ich die verkaufe, da kriege ich ja auch 20.000 für ein, so eine Fabrik. Also, da kommt schon ein bisschen Geld raus. Dann haben wir genug, dass wir hier ordentlich den Tower bauen. Ich habe hier keine Super Monkeys, also es ist das kleinere Dorf. Aber das sollte schon klappen. So, alle Grünen sind weg. Das läuft. Alles Roger, wir machen weiter mit der Wave. Wo sind wir denn? Moment. Wave 52. Also nochmal, 59 ist der Rekord. Ich habe noch nicht so viele Tower hier, also es wird langsam Zeit, dass wir was machen. Sonst wird's dreckig. Oh, und das ist das, was ich meinte. Überall sind diese Fetten jetzt und ich habe fast keinen Platz mehr. Das wird immer grauslicher. Ich muss jetzt Tower bauen in der nächsten Runde, weil sonst war's das. Das wird jetzt schon ziemlich gefährlich hier. Jetzt schon mistig genug, ehrlich gesagt. Okay, geschafft haben wir's. Also, werden wir gleich geschafft haben, sagen wir's anders. So, geschafft. Und jetzt müssen wir was bauen, ansonsten haben wir's hinter uns. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Ice Tower. Die werde ich jetzt ein bisschen so verteilen. Hier einen und das da. So, dann hier machen wir nur einen und zur Not noch da hinten, die letzte Option sozusagen, ne? Was können wir noch machen? Sniper. Wir haben 16 Sniper, dann gehen wir es an. Die gehen wir darauf. Da können sie rumgammeln. Zuerst machen wir mal den stärksten. Haben wir das linke Upgrade? Haben wir. Okay, also zuerst mal den stärksten. 6. Oh, jetzt habe ich wieder Neuro aufgeweckt. Das verbotene Wort für Neuro. 6. Ich kann es nicht lassen. 6. Das ist sexy. So. Weiter geht's. Wie viel haben wir von diesen Schlawinen jetzt? 5? Ne? Habe ich 5 mit 6? Ne, 5 habe ich, stimmt. Jetzt haben wir 6. So. Siehst du, wie das Geld gleich weggeht hier? So, und dann machen wir 10. Na, warte mal, machen wir 7.
Also 7, 8, Moment, 9 auf dem stärksten, 10 auf dem stärksten, so machen wir's. Und die restlichen sollen auf dem ersten. Da sieht man, wie das ins Geld geht hier, der Spaß. Aber ist schon okay. Muss schauen, dass die alle in der Range sind. Jo, passt. So, läuft, läuft, läuft. Na, lass dich setzen, du Bauernsniper, du unwichtiger Battlefield-Camper, du. Die sind wir gestern mal erschienen. Diese Drecks-Camper, du, ey. Sag's mir, das ist eine Plage im Battlefield, ey. Besonders im Einser, ey, die Sniper sind so eine Plage. Die campen so hardcore, das ist so nervig, ey. Also, machen wir weiter. Wave 53. So, und jetzt habe ich schon die Situation. Und das sind keine Lags, sondern die Sniper stoppen die einfach, dass sie nicht recht vorwärts kommen. Das ist perfekt. So, ich hau mal gleich noch drei raus. So, dass der ersten hier schon aufplatzen. Läuft. Wave 53 immer. Seht ihr, die werden immer gestoppt teilweise. Das ist die Spezialfunktion von denen. Die sind aber auch sau teuer. Aber umsonst haben wir nicht so viel Kohle. Läuft. Aber ich brauche trotzdem nur mehr Hades Tower. Auch mehr Wumms da hinten, sonst geht das nicht. So, das war jetzt auch schon sauknapp. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wir müssen mit den Kanonen anfangen. Cannons! Ist die Frage, die ersten oder die stärksten? Lassen wir es auf die stärksten. Zack, boom, bang. 16, glaube ich, kriegen wir zusammen, oder? 3 habe ich. 13 haben wir, sind 16, ja. Also, wenn man zählen kann halt, ne? Kann ja nicht jeder. High Village zum Beispiel, der kann nur bis Kommunist zählen. Kommunist ist seine Zahl. Quadratisch praktisch gut. Ja, kann einen Scherz machen. Der passt nicht. Das ist High Kommunistisch. Village meine ich. Sorry. So. Ich habe einen neuen Namen für ihn. Das ist genau passend. High Kommunistisch. High Kommunistisch. Das passt ja wirklich gut zu ihm. So. Wie viel haben wir? 4 Stück noch. Das rockt man doch locker, zackig und auch floggig. Da oben möchte ich die Hades Tower machen. Die Kanonen gehen wir so ein bisschen in die Mitte. So, die haben doch überall Range, oder? Jo, läuft. Alle Paletti! In die Mitte hier auch noch den. Zack, 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 zack. Ja, die Range ist in Ordnung. Läuft. Okay, los geht die Party. Jetzt gibt's anders Watschen hier von den Kanonen. Die Sniper stoppen den gleich und die heizen schön drauf. So läuft's. Ja, Dreck-Sniper halt. Ne? Ich meine, die sind überall eine Plage, aber in dem Spiel sind sie extrem. Weil sie einfach überall rumlungern, weißt? Auf jeden scheiß Berg und so. Ist voll sinnlos, da irgendwas zu machen. Oh, scheiße. Wir haben ein Problem. Houston, ein Problem. Das meinte ich. Du bist jetzt umzingelt hier und hast nicht mehr viele Möglichkeiten. Ich hau jetzt alles raus, was ich habe. Ansonsten haben wir es eh hinter uns. Aber zumindest, es hilft halt, ne, dass du ein bisschen Übersicht hast. Aber man sieht, es ist schon extrem hier. Wir gehen langsam zu meinem Maximum zu. Ich werde jetzt auch das verkaufen, weil ich sage mal, Geld haben wir genug. So, weg mit den Fabriken. Also, alter Rekord 59. Mal schauen, was es jetzt wird. Sehr, sehr schwierig ist es hier. Ja, ich brauche noch ein paar Hades Tower. Dann sollte es eigentlich ganz gut funktionieren. Ein paar Ninjas. Gehen wir das noch mal rein.
Stellen sich ja sicher. Wow. Müssen wir noch mehr machen? So, und die Kleine, die muss dann der Eistower packen. So ist die Strategie. Und ich hoffe, das haut hin. So, Hadestower, komm. Gibt Jobs für dich. Arbeit den jungen Arbeiter, nicht da rumlungern hier. So. Bom, 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 bom. Und ich guck mal was. Ja, das ist ganz wichtig. Das nehmen wir auch ein paar Mal, dass die langsamer reinkommen. Ich sag mal, dreimal sollte reichen. Ach, mach mal gleich viermal, ist ja wurscht. Dass die ein bisschen langsamer reinkommen, das ist auch sehr wichtig, weil dann habe ich nicht gleich alle am Arsch, ne? So, den Rest machen wir so linke Seite. Das sind immerhin 5 Sherrycans. Das ist jetzt nicht so schlecht. Wir haben ja nur welche. Ich habe 4. Gut, dann machen wir 5-mal langsamer reinkommen. Das musst du halt ein bisschen abschätzen, weil das Problem ist, das hat keinen Counter. Das ist eine reine Schätzungsparty. Lass dich setzen. Ist nur wo Platz? Da war doch Platz. Hallo? Hallo? Hades, Sitz, Platz, aus, bei Fuß. Will er nicht. Hm? Hat keinen Bock. Hat keinen Bock, der Hades. Er bockt. Ah, das ist heute bockig. Das ist doch mal eine Power da in der Mitte, ha? Da sind ein paar Tower zu Hause. So, den kriegen wir auch noch unter. So, wir müssen das jetzt hier aktivieren, 5-mal Hammers. Dann kommen die ein bisschen langsamer raus hier und nicht alle auf einmal. Jo, nur so ungefähr. Genau. Kann man nicht anders machen. So, also bis jetzt läuft's hier. Die kommen langsamer rein. Das passt eigentlich. Hauen wir mal die Kanonen hier raus. Boom, Junge, boom. Das nehmen wir nochmal und dann lassen wir es ein bisschen schneller raus. Also, wir können Wave 58 so schaffen. Das ist durchaus machbar, wenn die schön langsam hier so rumeiern. Jetzt sind die nämlich nur halb so schnell, werden zusätzlich nur gestoppt. So kann man arbeiten. So kann man definitiv arbeiten hier. Also so kann man die Wave 59 schaffen. PC-Spiele! Moinsen! Das läuft doch. Es sieht aus, wie wenn es leckt, aber das sind diese Sniper. Noch leckt es nicht, weil ich weiß ja, was ich da bauen kann, damit es nicht leckt. Haben wir Flieger eigentlich? Hab ich keine Flugzeuge? Wo sind meine Flugzeuge? Hä? Alter, bin ich blind? Wo sind meine Flieger? Lol, wir haben keine Flieger. Das kann nicht sein. Habe ich hier nur keine Flieger gebaut? Im zweiten Dorf habe ich noch keine Flieger gebaut, Alter, das glaube ich jetzt nicht. Scheiße. Boah, das ist mies. Aber egal, wir kriegen das schon hin. So funktioniert es ja ganz gut mit der Taktik. Einfach dafür sorgen, dass die langsamer reinkommen. Dann rockt das. So, jetzt machen wir mal. Boom, Junge! Boom, mach mal! Fettes Boom hier! Wenn's denn was hilft. Bin ich mir nämlich nicht so sicher. So, das nehmen wir nochmal. Paar Spikes raus. Paar müssen sein. Also, Wave 58 war der Rekord. Nur zur Info, meine lieben menschlichen Mitspieler. Auf dem gleichen Level übrigens, teilweise höher. Die sind schon abgekackt bei 34, diese Lappen. So, wir sind bei 56. 59 war der Rekord. Mal schauen, wie weit das geht. Die Strategie hier ist jetzt jedenfalls besser als letztes Mal. Oh, es leckt, aber es leckt sehr wenig. Es leckt weniger wie Noro. Oh, ein paar Türme sind da in der Mitte, jojo. Die haben auch nur. Schau, da ist nur Platz, da geht nur einer.
Hier könnte ich nur einen. Das werde ich auch machen, pass auf. Wir setzen jetzt den dahin. Scheiße, der will nicht. Der ist zu fett. Original, der geht nicht, schau. Ah doch, er geht! So, jetzt ist die Frage, rechts oder links? Ich würde sagen, rechts. Rechts, der soll raushauen hier, die Bumerangs. Tja, ich versuche in den Rekord, also da muss ich ordentlich wumsen. Hier ist auch noch Platz irgendwie, aber da will er auch nicht. Ah, da ist noch Platz. Da haben wir ein Plätzchen gefunden. So, und jetzt nehmen wir die linke Seite hier. Dann haben wir so einen Kreisel sogar. Was können wir noch machen? Wir könnten... ich überlege jetzt rechts oder links. Ach, scheiß drauf. Wir nehmen die linke Seite, dann kreist hier so ein Scheiß rum. Das ist auch nicht so schlecht. Ich brauche hier noch mehr Wumms einfach. Mehr Wumms in der Hütte. Oh, wir haben mehr Wumms in der Hütte. Was sind die Abkürzungen hier? R, also R. Dann muss ich nicht 10-mal hier rumhämmern auf der Tastatur. Bam, 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 bam. Oh ja, schon wieder meine Lieblingsmucke. Feel Good von Zincole. So, und hier machen wir nur einen. So, da geht auch nur einer. Oh, lass dich doch setzen, du Bauer. So, läuft. Also, wo sind wir? Wave 57. Oh, scheiße, ich hab vergessen, das da zu benutzen. Jetzt aber. Ja, schön voll quetschen. Die Noro mag's auch. Die mag's übrigens auch sehr eng und feucht. Also, wir haben hier kein Wasser, aber... Ich sag's dir, Noru ist feuchter wie ein Niagara-Wasserfall. Ohne Scheiß. So, dann nehmen wir das hier. Boom in die Fresse! Gleich mal 16 Dinger, dann nehmen wir das nochmal und jetzt chillen wir ein bisschen. Das ist das Praktische. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss!